Hey Leute, ich bin's Mr. Zero LP nach einem kleinen Cut. Wer da? Ey, irgendwie ist meine Aufnahmetaste genau auf Position 1. Also Position 1 ist die, darauf ist das Windows Live Center hier. Voll scheiße. So, hier ist das. Oh, holy shit. Mal meine Hotkey umlegen für das Let's Play. Mal gucken. Was haben wir hier? Gar nichts. Können wir ganz kurz. So, wir. Ah, Rockel kurz. So, wir müssen jetzt erstmal hier hinkommen. Das meine ich halt, hier ist mehr Action als im ersten Teil mit hier Bam, hier Explosion und so. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Alles klar, mache ich. Wie gesagt, hier kommen wieder nur 10 Minuten Parts in diesem Let's Play. Ah, oh, was ist das denn hier? So, jetzt gucken wir erstmal auch, wo wir hinkommen. Ich muss ein paar Sachen hier noch anfangen, mal anmerken von Let's Play. Und deswegen quatsche ich hier noch ein bisschen was und vielleicht nicht so viel mit dem Spiel zu tun hat, mit dem Spielgeschehen. So. Du, bidu, 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 bidu. Diesen Anblick kennen wir da noch aus Bioshock 1. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hinter. Sehr interessant. Ach, hier ist die Big Sister. Hallo. Und hier wollen wir noch auf den kommen. So. Du hast mal Wasser besorgen hier. Ja. So, jetzt kommen hier die sexy Ladezeiten mit Musik und Tipps hier, die man hier vorspulen kann. Apropos Spiel speichern. Ich habe noch nicht den Sofort-Speicher-Hotkey gefunden. Gab's hier nicht auch in Bioshock 1? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt schon 2-3 Monate nicht mehr gezockt. Schon habe ich keine Ahnung. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Yeah. Komm hoch zur Bahnstation. So, ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. So. Bam! Ach verdammt nochmal, geh jetzt nicht zu. Ach scheiße. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Jo, das kann ich bestätigen. So, hier finden wir noch unser neues Werkzeug. Hackwerkzeug, Hackpfeil. Ja, jetzt müssen wir einfach, das finde ich sehr, sehr geil an Bioshock, das neue Hackprinzip. Ich schieße jetzt mal auf die Türsteuerung. Also ich mache es, wie gesagt, für Leute, die das Spiel noch nicht so kennen. Was ich jetzt so genial finde, dieses System einfach. Wir müssen immer ins Grüne treffen. So ein Geduldsspiel, also wo man eigentlich nur Reflexe gut haben muss. Das finde ich sehr genial, dieses Hacksystem. Hier genau, können wir den auch hacken. Jetzt natürlich noch leicht, später wird es schwerer. So, gucken wir noch mal hier. Ich wundere, ich muss nebenbei immer mal auf die Uhr schmulen. Holy shit. So, ich zeige euch, hier haben wir wieder die Station, die können wir ja zerstören wie im ersten Teil. So, so war hier. Neuer Versuch. Weil ich Lust hatte, mich zu zerstören. Hier spricht Dr. Sophia Mann. Andrew Ryan ist tot. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Tja, wie ist Andrew Ryan wohl bloß gestorben? Tja, Mr.
Mysteriös, mysteriös. Und jetzt hören wir uns kurz das Audio-Tagebuch an. Das ist aufgenommen. 3 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Aha. Achso, jetzt hat alle Fernseher zerstört. Normalerweise sieht man die jetzt, die will ich auch gar nicht im Fernseher sehen. Das ist hässlich. Ich kenne dich. Doch nicht. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. Nee. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta. Seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast. Aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Okay. Sophia Lamp, sie hat dich gefunden. Oh Gott, jetzt kommt gleich... Oh du Scheiße, das ist gleich böse. Lass mich schnell weg. Ah, Alter, fuck it, das wollte ich mich ersparen, das Feuer. Scheiße. Das meine ich mit Action. So, wo müssen wir lang? Gehen wir mal hier lang. Dieses ich bin gleich tot und durch das Glas. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Ich nehme doch jetzt die Knarre kurz vor. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ja, nicht. Vorsicht! Kamera. Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Yo, hacken. Hacken ist eine geile Sache für Kameras. Ich finde so, das Hack-Prinzip ist das geilste überhaupt in dem Spiel. Mensch, jetzt kriegen mich die anderen auf die Fresse, die anderen Gegner. Eis gleich noch ein paar Hackpfeile, falls ich sie aufgebraucht hätte. Ach, es ist so perfekt einfach. Idioten, ey. Ja, fuck. So, hier haben wir noch eine Niete. So eine Niete, ey. Hohoho. Ja, du mich auch. Lass mich mal in Ruhe gucken, bevor ich auf die Fresse haue. Ich schrei nicht so, ey. Können wir mal kurz reinkommen. Ja, mir macht die Sicherheitskamera nichts. Die ist echt gut, wenn man die hackt oder zerstört. Das hat wie ein Bioshock 1. Mit Hacken ging da auch schon, da hat man auch dieses eine Plasmid in 1, oder? Ich weiß es, ich habe nicht mehr so viel Ahnung, aber es gab ein Plasmid, mit dem es auf jeden Fall ging, das weiß ich noch. Das habe ich doch im Let's Play dann rausgefunden. So eine Sache merkt man sich immer, wenn man Sachen im Let's Play rausfindet. Das ist ja dann immer nicht schlecht. Ist die Frage, wo ich hin muss. Das ist immer noch mit einer Chance. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Jo. Ich tue mein Bestes für dich. Was haben wir jetzt hier? Telekinese, auch nicht schlecht. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Winter 1. Das ist klar. So. Ja, ich weiß, wie Telekinese funktioniert. Muss